Ja, Mädel, meine lieben Freunde des gepflegten Hates. Da sind wir wieder. Wie versprochen, gucken wir uns jetzt Reinis Actimel Challenge an. Meine Stimmung ist ein bisschen besser als vorhin. Mein Kopf ist wieder frei. Gespräche wurden geführt. Dinge wurden getan. Und meine Welt ist wieder ein kleines bisschen besser. Und deswegen kann ich mit voller Vorfreude und mit viel Erwartung an dieses Video rangehen. Nee, also ich bin wirklich gespannt, wie viel Flaschen er wirklich schaffen wird. Meine Vermutung ist so 15 bis 20 Flaschen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, ich würde mir wünschen, dass er die 30 Flaschen schaffen würde. Das wäre echt cool. Also, sage ich ganz ehrlich, es wäre echt cool. Ich konnte es mir leider nicht nehmen lassen. Ich habe gerade schon mal ein bisschen beim Arnie-Digger reingeguckt. Ich habe allerdings nicht das ganze Video gesehen. Ich habe, ich glaube, noch nicht mal bis zur Hälfte geguckt. Ich weiß nicht genau, wie weit es war. Ein bisschen was habe ich also gesehen, aber ey, den Rest gucke ich mir mit euch zusammen an. Damit auch ich überrascht werde. Genauso wie ihr, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, ich würde sagen, wir wechseln mal. Schreibt mal gerne, bevor wir das Video gucken, schreibt gerne mal unten rein, was glaubt ihr, wie viele Flaschen er schaffen wird. Wie gesagt, meine Prognose 15 bis 20, so, ich sage maximal 20. Ja, wir werden es jetzt mal herausfinden. Let's go. Ach so, natürlich, wir gucken beim Spiegellord. Alles selbstverständlich wie immer unten verlinkt. Wieder ein sehr, sehr cooles Intro, finde ich. Mag ich. Metal-Leute, Servus. Das ist das, was ich vorhin zu euch gesagt habe, was ich schon gesehen hatte hier, dass er sich so komisch mit diesem, wie heißt das, Vignettenfilter ausgeblendet hat. Also ich meine, er sitzt doch eh nur vor einer weißen Wand. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Egal. Servus und ein herzliches Willkommen heute bei einem kleinen Challenge-Video. Ach so, ja, Mädel Rainer, schön dich zu sehen. Wurde dazu überredet, ja. In Wahrheit stehen 50 Mann hinter der Kamera, also, ne, und halten mit scharfen Waffen auf mich. Ja, und zwar machen wir eine Actimel Challenge. Die Idee kommt, wie gesagt, von Freunden von mir. Bestimmt. Also, das Lustige ist, Arnie Degger hat es auch in seinem Video angesprochen und der 2%ler hat da vorhin auch einen Community-Beitrag verfasst und auch ich habe heute, als die Meldung rauskam mit dem Challenge-Video, habe auch ich sofort daran direkt gedacht. Und zwar hat der liebe 2%ler gestern eine Reaction gemacht auf das Video oder beziehungsweise auf den Stream, in dem Reini auf den lieben Gurkensohn reagiert hat, wo Gurkensohn eine Challenge gemacht hat mit 20 Cheeseburgern oder Hamburgern irgendwie. Und da hat er sich ja darüber aufgeregt, wie man so eine Challenge machen kann. Das ist ja total eklig und hast du nicht gesehen. Und einen Tag später kommt von Reini eine Challenge. Zufall? Wer weiß. Hotel Trivago. Aber letzten Endes ist die Idee ursprünglich von Axel, soweit ich weiß. Der hat irgendwie 22 gesoffen, Actimel. Positiv zu erwähnen, dass er auch wenigstens sagt, von wem die Challenge so original kommt, dass er Excel erwähnt. Gut, Reini, gut. Und meine göttliche Challenge ist heute, also es ist jetzt hier ein Bäckchen mit je 6 Stück. Da sind 8 Stück drin. Quatsch, mit je 8 Stück. Und jetzt guckt mal, das werdet ihr gleich noch öfter mitkriegen, aber sein Blick geht schon immer wieder in eine gewisse Richtung und er wird es auch gleich noch
Ja, offensichtlicher für alle machen. Wir haben hier wieder Kissenwurf 10.8 am Start. Da ist natürlich wieder jemand im Hintergrund, der ihn die ganze Zeit ablenkt. 10 Jahre Profi-YouTuber. Er ist wie so ein, sorry, falls es jetzt ein bisschen negativ rüberkommt, aber er ist wirklich wie so ein kleines Kind, denn auch wieder gleich dabei, sich ablenken zu lassen von dieser Person, die da im Hintergrund steht. Ich call an der Stelle einfach mal, da ist niemand. Aber sei es drum. Und genau. Ich würde das jetzt auch zeigen, aber ich möchte jetzt hier nicht bloß mit der Kamera rumfuchteln. Deswegen machen wir. Man hätte auch einfach an der Stelle ein Foto machen, also ein Bild machen können, das einblenden können. Allerdings hätte man dazu das Video bearbeiten müssen. Wir wissen, Reini macht es nicht gerne. Er hat auch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt in das Video reingeguckt habe, hat er auch nicht eine Stelle mal irgendwie beschleunigt oder so, sondern er lässt wirklich einfach die ganze Zeit ja in Originalgeschwindigkeit laufen, lässt alles sein ganzes Gesabbel drin und so. Also ja, wie halt immer, er bearbeitet seine Videos halt nicht. Ja, man kennt's. Ist ganz einfach. Ich werde die trinken und werde im Nachhinein die Actimels werde im Nachhinein dann die Actimels nach und nach zählen mit euch zusammen. So. Jo. Sieht schon heftig aus. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe hier 7 Reihen mit je 4 plus einem. Sollten insgesamt 30 Stück sein. Leute, also folgendes. Damals in der Schule war Mathe eines meiner schlechtesten Fächer. Gebe ich ganz offen zu. Ich bin kein Mathe-Genie. Kopfrechnen geht bei mir gerade so. Aber auch ich weiß, dass 7 mal 4 plus 1 nicht 30 ergibt. Wir werden es sehen. Gut, fangen wir mal an. Natürlich gut schütteln. Natürlich ist es unpraktisch, als dass ich gerade gegessen habe. Hätte ich vielleicht ein bisschen. Und übrigens, falls ihr jetzt denkt, hey, der Reini bearbeitet doch seine Videos, er blendet da jetzt das mit der Actimel Challenge ein. Das kommt, glaube ich, vom lieben Spiegellord. Denn ich bin jetzt mal ganz professioneller YouTuber und gucke nochmal eben nebenbei mit meinem Handy rein, damit ich nichts Falsches erzähle. Ah, wohl, nee, es kann doch sein. Ich wollte nämlich gerade sagen, beim Arnidegger war das nicht zu sehen, aber der Arnidegger hat seinen Drehdegger davor gesetzt, an dieser Stelle hier. Das heißt doch, es kann, es kommt wahrscheinlich doch von Reini. Okay, ich ziehe meine Aussage zurück. Es kommt wahrscheinlich doch von Reini. Er hat dieses Video bearbeitet. Ey, muss ich an der Stelle mal wirklich positiv ansprechen. Finde ich gut. Mach weiter so. Button sollen. Ach so, Moment mal, jetzt habe ich eine Aussage hier überspult. Natürlich gut schütteln. Natürlich ist es unpraktisch, als dass ich gerade gegessen habe. Ja, schlaue Idee, wenn ich vorhabe, mir quasi 3 Liter, also in so einer Actimel-Flasche sind 100 Milliliter, habe ich mal nachgeguckt, 30 Stück will er trinken, also macht, ne, 3 Liter. Es ist eine sehr schlaue Idee, wenn ich vorhabe, für so ein YouTube-Video, dass ich mir eine Challenge setze, ich will mir 3 Liter Actimel reinkloppen, dass ich davor was esse. Ne? Hätte man ein bisschen besser durchdenken können, so. Hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen. Das ist die Eins. Ich habe sowas echt noch nie gemacht. Merkt Ne, man. Schütteln vergessen. Zwei. Also nicht negativ gemeint so, aber ja, man merkt, dass du sowas noch nie gemacht hast. Ja, und es wird gleich noch, ihr habt es ja gerade schon wieder in den Augen gesehen, es wird auch gleich noch übertriebener mit diesem Kissenwurf. 27,5.
Ich werde darauf auch wirklich jetzt nicht eingehen, weil das ist mir auch einfach, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, es ist mir auch einfach zu blöd mit diesem ganzen, oh, da steht jemand, der lenkt mich ab. Habe ich keinen Bock drauf, gehe ich nicht drauf ein. Eigentlich war mein Plan, jetzt zu sagen, bei der 4, so 4, und mehr mache ich nicht, weil es wäre Verschwendung, aber scheiß drauf. Ja, sehr schlau. Ey Leute, ich mache eine Challenge. Ich will mir 30 Aktimel in den Hals kloppen. Aber bei der 4 höre ich auf, weil das wäre sonst Verschwendung. Super. Diese Zeit verschaffen? Ist doch eigentlich genau das Falsche, oder? Also bei so einer Challenge, egal ob es darum geht, irgendwie übelst viel zu essen oder in seinem Fall übelst viel zu trinken, ist Zeit verschaffen doch eigentlich das Blödeste, was du machen kannst, oder? Das Beste wäre doch eigentlich wirklich, also ich an meiner Stelle hätte es so gemacht, ich hätte mir die alle hingestellt, hätte bei jedem Einzelnen schon mal den Deckel abgemacht, damit die alle schon mal offen sind und hätte mir die so schnell wie es geht alle hintereinander in den Hals gekloppt, einfach aus dem Grund, weil umso mehr Zeit du dir lässt, ne? Also das Sättigungsgefühl setzt ja dann auch ein. Das heißt, umso weniger schaffst du ja im Endeffekt. Also deswegen, ich hätte es so gemacht, alles vorbereiten, die Dinger hinstellen, Deckel ab und dann so schnell wie es geht in den Hals drücken, damit ich halt auch einfach so viel wie möglich von den Dingern schaffe. Oder? Fünf. Nicht lachen. Sechs. Eine Sache möchte ich nur ansprechen, das hat der Arnie-Degger auch in seinem Video erwähnt. Reini ist ja laut aktueller Aussage im Moment wieder dabei abzunehmen. Ich meine, klar, er braucht Content, ja. Er hat in den letzten Tagen nichts gebracht. Er hat sehr wenig Einnahmen momentan. Er hat Videos von seinem Kanal runtergenommen. Warum, wieso, weshalb? Egal. Aber er hat Videos runtergenommen. Also er hat einfach im Moment drückt der Schuh. Er muss Videos machen, er muss Content bringen. Okay. Aber wie mit dieser Sache mit dem Abnehmen ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, sag ich mal, wenn ich mir dann irgendwie 30 Aktimel in den Hals drücken will, ne? Weil die haben schon nicht gerade wenig Kohlenhydrate und Zucker. Also es ist ja. Es steht dem Abnehmen ein bisschen im Weg. Wenn ich lachen muss, kann ich jetzt winken. Dann hör auf zu lachen. So. Sieben. So, damit wären wir jetzt bei der 8. Das heißt im Klartext, wir haben schon ein Päckchen aktiviert durch. Sehr gut. Ich beneide ihn auch, um ehrlich zu sein, gerade so ein bisschen, weil Actimel kaufe ich mir sehr, sehr selten, weil, ey, Leute, sind wir ehrlich, die Scheiße ist einfach völlig überteuert. Ja, sind wir wirklich mal ehrlich. Aber Actimel schmeckt halt auch einfach verdammt geil. Deswegen, da beneide ich ihn schon gerade ein bisschen. Was ich ab und zu denn mal mache, wenn ich wirklich, wirklich Bock auf sowas habe, dann nehme ich mir, ihr kennt doch sicherlich auch diese 1-Liter-Pullen, wo dann so ein Joghurt-Drink drin ist. Und die gibt es ja dann halt so von den Billigmarken, ja, irgendwie Milbona oder sowas. Wo dann irgendwie so eine Pulle, keine Ahnung, irgendwie nicht mal 1 Euro kostet. Wenn ich dann wirklich mal Bock auf sowas habe, dann nehme ich mir sowas mit. Ist auch gut. Aber Actimel ist schon lecker, ist schon wirklich lecker, aber wie gesagt, in meinen Augen viel zu teuer. Deswegen beneide ich ihn gerade schon so ein bisschen. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt hier auch gerne 30 Actimel neben mir zu stehen. Doch, ja.
Ich werde hier nachher so das Klo verstopfen. Ja. Das Geile ist, ich muss jetzt hier lachen. Ich will Wein trinken und muss lachen. Das ist ärgerlich. Schluck, 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 Schluck. Das war jetzt die 9. Zwischen der Luft schaffen. So Leute, und das war die Stelle. Bis hierhin habe ich beim Arnie-Decker geguckt und die Stelle macht mich ein bisschen matt. Denn, wie gesagt, der 2%ler hat gestern auf das Video, auf den Stream reagiert, in dem Reini sich die Challenge von Excel angeguckt hat, ja? Und ich möchte euch da etwas zeigen. Hier sehen wir besagten Stream. Reini ist jetzt hier ein bisschen abgeschnitten, weil mein Overlay jetzt hier drüber ist, aber ist egal, hier unten ist Reini. Und er guckt sich das Video vom Gurkensohn an, indem er hier die Challenge mit den Burgern macht. Und jetzt guck bitte mal, was jetzt passiert. Alter, der musste ja auch sein, oder? Alter. Sag mal, hast du schon was von Erziehung gehört? Zwischen der Luft schaffen? Bei anderen Leuten regt er sich drüber auf. Ja? Und er hat sich bei Excel hier, bei Gurkensohn nicht unironisch aufgeregt. Er hat ihn das ganze Video über runtergemacht und er hat sich dann nicht unironisch drüber aufgeregt. Das hat er an mehreren Stellen gemacht. Bei anderen Leuten regt er sich drüber auf. Jetzt macht er genau das Gleiche. Und bei ihm ist es lustig. Das ist schon wieder so eine Sache, vielleicht reagiere ich da jetzt auch ein bisschen über, kann sein. Aber das macht mich schon so ein bisschen matt, bin ich ganz ehrlich. Platz schaffen? Das war die 11. Übrigens habe ich jetzt andere Aktimels, wegen, nach wie vor Aktimel, aber ist was anderes drinnen. Also anderer Geschmack. Ja, hat man nicht gesehen. Das wird nicht langweilig werden. Na, mal gucken, wie viel noch kommen. Das war die 12. Wisst ihr, was witzig ist? Der Witz ist? Ich habe es mir jetzt diese Woche gekauft. Wir haben jetzt den 16. Und der Witz ist, hätte ich mir die am 9., hätte ich die Challenge am 9. gemacht, wäre der ganze Scheiß hier im Angebot gewesen. Aber der Witz ist, so sind wir auf die... Wartet mal. Ich habe es mir jetzt diese Woche gekauft. Wir haben jetzt... den 16. Ja. Und der Witz ist, hätte ich mir die am 9., hätte ich die Challenge am 9. gemacht, wäre der ganze Scheiß hier im Angebot gewesen. Oh, no, Momento, das muss ich jetzt mal gerade... Ah, okay, alles klar, aber ich wollte gerade sagen, ja, am 16., also er hat den am Montag den 16. gemacht und am Montag den 9. Dann war das Ganze im Angebot. Okay, okay. Aber der Witz ist, so sind wir auf die Idee gekommen. Verschluck dich nicht. Die 14. Also Leute, ich bin wirklich gespannt, wie viel er schafft. Jetzt ohne Scheiß. Also ich bin wirklich gespannt. Der hier noch eine, habe ich die Hälfte. Und das meinte ich auch damit, wenn Rainer von seiner ganzen Art, die wir alle nicht mögen, ne, also muss ich ja jetzt nicht weiter ausschweifend erklären, aber diese ganze Art, dieses arrogante, beleidigende, etc., etc., wenn Rainer das ändern würde und so Content wie diesen hier bringen würde, klar, es ist ein bisschen dullihaft und so, braucht man nicht drüber reden, aber das wäre mir egal. Wenn er wirklich von seiner Art her sich positiv ändern würde und sowas hier bringen würde, ey, ich würde es mir unironisch reinziehen, ohne ihn großartig zu kritisieren oder ne, sonst was. Ich würde es mir unironisch reinziehen, nicht so wie jetzt gerade. Ich bin echt gespannt, wie viel er schafft. Es ist ein Reini-Video und mich interessiert,
was darin jetzt passiert, wie das Video ausgeht, das muss man sich mal überlegen. Das ist, kommt nicht so oft vor. Deswegen, Reini, bleib auf diesem Weg. Wirklich, bleib auf diesem Weg. Geschafft. Ich bin zuversichtlich. Nur wie gesagt, ich finde, ich hätte es vielleicht nach dem Essen machen sollen, also eine Zeit lang warten sollen. Ja. Dann wäre es zu spät natürlich. Wäre schlauer gewesen. Aber ich habe mir natürlich auch noch Nachschlag geholt beim Essen. Das war natürlich sau intelligent. Nee, ihr könnt es euch alle denken. Ich sag jetzt nichts. Aber egal. War das die 15? Jo, ist die 15. Guck doch einfach nicht hin. Ich hatte gedacht, ich würde hier sitzen. Ich kann aber, nein. Ich kann nicht trinken, weil ich lachen muss. So Challenges sollte ich mir öfter machen. Hm? Ey, meinetwegen, auf jeden Fall. Also, ich zieh's mir rein, auf jeden Fall. Entschuldigung, ein bisschen Platz schaffen. Da will ja noch Akte mehr reinpassen. Thema hatten wir vorhin. Ne? Das sage ich nicht zu. Thema hatten wir vorhin. Ey, und ich möchte nur sagen, also ich persönlich, mich interessiert es überhaupt nicht, wenn da jetzt jemand sitzt und rülpst. Rülpsen ist, ich habe sowieso kein Problem damit, wenn jemand rülpst. Ist mir doch völlig egal. Rülpsen ist normal. Ich rülps selber, wenn ich irgendwie der Meinung bin. Also klar, natürlich im angemessenen Rahmen, wenn ich jetzt irgendwo unter fremden Leuten bin oder irgendwo essen oder so, rülps ich natürlich auch nicht. Aber sonst so juckt mich kein bisschen. Ja, rülpsen ist was Normales, mein Gott. Und bei so einer Challenge, gerade bei so einer Challenge, ey, da würde ich mich doch nicht, also da sage ich doch überhaupt nichts dagegen, wenn jemand rülpst, so. Aber halt in Bezug auf das, was wir da gesehen haben gerade, ne, mit Gucken und so, das regt mich so ein bisschen auf. Ich überlege jetzt gerade, 16 müsste das jetzt sein, oder ist das schon die 17? Du hast doch gerade erzählt. 15. Du hast doch bei der 15 gerade erzählt. Ja, ja. Könnte jetzt ein Ausschnitt gewesen sein für seinen PH-Account, aber ey. Der ist ja leider gesperrt. War nur ein Tropfen. Ja. Aber jetzt, ich wollte gerade aufstoßen und genau in dem Moment schütte ich mir das Zeug in den Hals. Oh, jetzt ohne, das wäre so witzig. Also sorry, das ist jetzt vielleicht Kindergartenhumor von mir. Also ganz sicher ist das Kindergartenhumor von mir, aber wie witzig wäre das bitte? Wenn er beim Aufstoß, also wenn er beim Trinken aufstoßen müsste und da irgendwie sich so, naja, ich sag jetzt mal, halb bekotzen würde, also wenn da irgendwie. Also es wäre nicht witzig irgendwie in dem Sinne, dass man da jetzt gerne zugucken würde, aber es würde halt so irgendwie zu Rainer passen, dass irgendwie sowas in der Art passieren würde, so. Das würde ich damit sagen. Nee, ich werde von dem Bein im Mund. Das war's aber, die 17. 18? Also ich muss so sagen, er ist bis jetzt deutlich besser dabei, als ich das erwartet hätte. Also ich hätte jetzt bei der 17 oder jetzt bei der 18 auch schon erwartet, dass er deutlich mehr kämpft. Also doch, bis jetzt positiv überrascht. Wisst ihr was? Nehmen wir mal wieder so einen. Ich weiß leider nicht, was du da jetzt für einen Geschmack hast, Rainer. Anderer Geschmack. Wie gesagt, soll ja nicht langweilig werden. Moment. Nicht kotzen. Ganz ruhig. Was doch was rein. Das Problem ist, ich habe vorhin noch was mit Kohlensäure getrunken und das will jetzt raus, aber jetzt. Ich habe vorhin gegessen, ich hätte mir Zeit lassen sollen dazwischen, ich habe mir auch beim Essen Nachschlag geholt und ich habe noch was mit Kohlensäure getrunken. Mann, Rainer, das hättest du doch besser lösen können. Das ist ganz Aktimel drauf und drückt drauf. Oder es liegt am Aktimel, das kann auch sein. Da entwickeln sich jetzt tödliche Gase.
Entschuldigung. Ja. So. Ich muss dazu sagen, ich habe mir 30 als, ich hatte mir, eigentlich hatte ich mir 25 als Ziel gesetzt. So. Also wären 3 mehr als Excel geschafft hat. Und jetzt ist der Witz, jetzt haben wir 30 draus gemacht. Ey, ohne Spaß. Ich meine, ich würde das niemals vor der Kamera machen. Aber ich hätte jetzt schon, allein nur für mich, ne, hätte ich da jetzt gerade richtig Bock drauf. Weil ich es gern wissen würde, wie viel von diesen Actimel-Flaschen ich schaffen würde. Ohne Witz, so wie ich es vorhin gesagt habe, alles hinstellen, Deckel ab und einfach so schnell wie es geht, zack, 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 rein. Ich würde gern wissen, wie viel ich schaffen würde. Müsste man, also wer, ja, weiß ich nicht. Ist natürlich, denn nur für einen selber, kann keiner sehen. Aber es würde mich schon interessieren. Und ich persönlich wäre schon froh, oder was heißt froh, ich wäre schon zufrieden damit, wenn ich einfach Excel übertreffen kann. Sprich schon 2 mehr oder einer mehr reicht schon. Aber jetzt, glaube ich, drückt es doch langsam ganz schön. Und ja, doch, jetzt geht's langsam los. Boah, ich bin bescheuert, ne? Ey, komm, Reini, ich habe gesagt maximal 20. Wenn du jetzt wirklich 20 schaffst und aufhörst, mach es bitte. Mach es bitte. Dann habe ich eine Punktlandung. So, ich bin jetzt bei 19. Komm, einer noch. Dann bin ich das hier die 20, 21, 22. Das wäre Excel. Das sind jetzt 3 weniger, als Excel geschafft hat. Na? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass ich mehr schaffe. Oh. Ja, Leute, ich glaube, er hört auf. Ja, jetzt ist der Counter weg. Die Kollegen im Hintergrund lachen gerade schon. Ja, man hört's. Die Sache ist die, ich bin so ein Mensch. Oh, jetzt kommt's, genau was. Leute, ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich mache jetzt einfach mal hier, ich mache jetzt einfach mal Nostradamus. Leute, es ist ja so, also ich kann normalerweise gar nicht so viel essen und trinken. Das ist immer so eine Sache bei mir und deswegen. Ich hoffe, es kommt was anderes. Aber es ist jetzt so meine Vorstellung, was er jetzt sagen würde. Ich weiß, wenn ich genug habe. Und ich. Durchatmen. Ich habe wirklich gute Laune bis jetzt bei dem Video gehabt. Ich möchte nochmal betonen, ich möchte nicht beleidigend sein, aber guckt euch diesen Menschen an. Die Körperfülle. Wir wissen, wir haben Videos und Streams gesehen, wie viel er isst. Bei ihm ist es ja wirklich so, er hört nicht auf, wenn er satt ist, sondern wenn Essen da ist, muss Essen weg. Ja, das Essen muss weg. Vorhin, er hat selber gesagt, er hat gegessen, natürlich Nachschlag geholt und so. Und jetzt erzählt er mir hier, er ist ein Mensch, der weiß, wann Schluss ist. Wirklich, ich möchte nicht beleidigend sein, aber sieht so ein Mensch aus, der weiß, wann genug ist? Durchatmen. Ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Es sind 3 weniger, als die Excel geschafft hat. Ich habe hier jetzt noch, ich kann es euch mal kurz in die Kamera halten. Das hier wäre der Rest gewesen. Ja, das ist der komplette Rest. Aber ganz ehrlich, das ist mir zu viel. Aber man muss auch dazu sagen, damit steht fest, Excel ist fetter als ich. Junge! Musst du... Oh, wieso, Rainer? Rainer, ich habe dieses Video wirklich, wirklich... das war jetzt bis jetzt ein Video von dir, was ich wirklich gut fand, wo ich gesagt habe, ey, ich will wissen, was da passiert. Ich fand's gut bis hierhin. Und jetzt machst du mit einer so einer Scheißaussage wieder alles kaputt. Ich. Oh, Wusa.
Boah, nee. Echte Schande. Ich hatte zumindest auf 25 gehofft, aber ja, große Sprüche klopfen und alles nichts dahinter, das ist ja von mir neu. Nichts Ja, mehr. ist auch neu, wirklich. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen mad bin, hast du dir selber zu verschulden, aber naja. Danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Drache. Der jetzt erstmal fett kacken geht. Junge. Oh, Leute, okay. Zusammenfassung. Also, er hat 19 Stück geschafft. Meine Prognose war ja 15 bis 20. Er hat 19 geschafft. Ey, muss man, 19 ist eine super Leistung. Also, muss man auch mal sagen, ich wüsste jetzt nicht, ob ich 19 von den Dingern schaffen würde. Von daher, an der Stelle 19 Stück, gute Leistung. Ohne Witz. Das muss man einfach sagen. Was man dann auch sagen muss, wie gesagt, es war seit langer Zeit mal wieder ein Video von Rainer Winkler, das ich mir bis zu einem gewissen Punkt gerade echt geben konnte, wo ich gesagt habe, ey cool, gefällt mir. Aber es wäre ja nicht Rainer Winkler, wenn er es nicht in den letzten anderthalb Minuten noch schaffen würde, dass man ihn einfach wieder komplett widerwärtig findet. Sorry, aber Rainer, lastet einfach. Lass diese letzten Sätze deines Videos, lass die beim nächsten Mal einfach raus. Lass dieses Kissenwurf 10.8 Scheiß, lass das sein. Und wenn du das machst, dann, ey, dann kann man nichts großartig daran aussetzen. Dann gucke ich deine Videos unironisch, dann hat man nicht viel, dann bietest du nicht viel Angriffsfläche, sage ich mal so. Ja. Gut, Freunde. Wir haben es geschafft. Wie gesagt, also ihr schreibt rein, was ihr, oder vielleicht habt ihr das reingeschrieben, vielleicht auch nicht, aber hättet ihr gedacht, dass er so viel schafft, hättet das nicht gedacht. Wie gesagt, ich finde es eine gute Leistung, 19 Stück. Hat er gut gemacht, muss man sagen. Ja. Und ansonsten ist natürlich, mich hat es auch gefreut, dass mal wieder neuer Content von ihm kam. Ja, dass man jetzt sich nicht immer nur die alten Matt-Perlen raussuchen muss. Klar, aufgewärmtes Matt ist auch gutes Matt, aber ey, neuer Content ist immer besser. Deswegen, Rainer, bitte weitermachen. Jo. Ansonsten, Leute, wenn es so welche Neuigkeiten gibt, dann lasse ich natürlich von mir hören. Ansonsten bedanke ich mich. Ich sage auch immer viel zu oft, ansonsten kann es sein. Egal. Ich bedanke mich dafür, für eure Aufmerksamkeit. Dafür, dass ihr, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, ich habe übrigens mal gesehen, die durchschnittliche Wiedergabezeit meiner Videos ist bei 10 Minuten ungefähr. Schwankt immer so zwischen 10 und 12 Minuten. Also wahrscheinlich guckt bis hierhin noch gar keiner mehr. Ich kann jetzt sagen, was ich will. Ihr Kack-Haters, ihr seid alle Kack-Haters. Spaß. Liebe geht raus an euch alle. Nee, wirklich, also danke, dass ihr, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wahrscheinlich schon morgen wieder. Und ja, ich freue mich auf das nächste Video, egal ob altes Matt oder neues Matt. Und damit verabschiede ich mich erstmal und sage Metal off, meine lieben Freunde.